Die Jan ist in Position, denn heute geht es wieder mal um eine Weltpremiere. Das neue Ipanema ist da. Wir haben schon gezeigt, das neue Molinar. Und der Jan ist direkt mal eins aufgefallen. Man kann bequemer einsteigen, gell? Sehr praktisch, wenn man vor allem so eine weite Hose anhat. Kann man nicht hängen bleiben. Also nicht nur für Rentner-Tiefeinsteiger? Gar nicht, wirklich nicht. Also wir verkaufen im Grunde das Ipanema auch komplett querbeet an Frauen, an Männer, an Jung, an Alt, egal ob Mobilitätseinschränkung oder nicht, ganz egal. Da spielt auch die Optik eine große Rolle. Es sieht ja auch einfach gigantisch aus. So, die Jan hat schon ein bisschen was gelernt, denn dieses Fahrrad hier kann man sportlich fahren, indem man mittritt. Man kann aber auch nur so tun. Genau. Das heißt, wenn ich lang genug im ersten Gang trete, muss ich eigentlich nicht mehr viel machen. Das ist so richtig. Es fährt von alleine. Genau. So, zeig mal bitte. Das heißt, man macht es an wie? Zwei Sekunden drücken. Ah, okay, zwei Sekunden. Genau. So, dann geht's an. Dann sieht man was hier auf dem Display. Klär mich mal auf. Kilometeranzeige, der Gang ist hier und ich gehe mal davon aus, wie viel ich jetzt schon gefahren bin. Nicht der Gang ist auf der rechten Seite. Ah, Entschuldigung, du bist gerade im vierten Gang. Die Stufe vom Elektromotor. Die Unterstützungsstufe. Genau. So, und so dann hast du hier noch ein Daumengas. Das Wichtige ist, genau. Das Ding ist in Deutschland und in Europa zugelassen und hat ein Daumengas. Eigentlich darf man das nicht. Gelernt haben wir nämlich Daumengas immer keine Zulassung. Genau. Wie habt ihr das hinbekommen? Wir haben es wirklich gedrosselt bis 6 km/h und dann läuft es wirklich als Anfahrhilfe, Schiebehilfe, Daumengas. So, und dann darf ich halt wirklich nur 6 km/h damit fahren, was aber völlig ausreichend ist, um einfach mal, wenn ich jetzt halt vielleicht an einem leichten Berg ein bisschen eine Anschiebhilfe brauche oder halt wirklich mal im Stadtbetrieb rote Ampel vergessen zu schalten, dann gehe ich aufs Daumengas und rolle einfach entspannt von der Ampel weg und habe dann sofort auch wieder die normale Motorunterstützung. Ja. So, Jan, du darfst mal fahren. Der Tiefeinsteiger, ich glaube, der gefällt der Jan ein bisschen besser. Vom Gewicht her geben die sich nicht so viel. Ich glaube, das Molinar und das Ipanema, ist das leichter? Ach, marginal. Also tatsächlicherweise hast du bei einem Tiefeinsteiger tendenziell immer ein bisschen mehr Gewicht, weil du ein bisschen mehr Rahmenform brauchst, um die gleiche Stabilität herzustellen. Aber das ist wirklich marginal. Gut, dann mal bitte einsteigen. Das heißt, einfach bequem einsteigen, draufsitzen. Es hat ein Bremslicht. Bitte mal bremsen, Jan, dass man das mal sieht. Also wenn ich auf die Bremse trete, sieht man sehr hell, auch tagsüber schon, dass man bremst. Das ist sehr praktisch. Das kostet auch ein bisschen mehr. Das, ja, kostet für uns natürlich in der Herstellung mehr. Ist aber einfach ein Sicherheitsmerkmal, wo wir bei den Klapprädern schon immer so gehandhabt haben. Und im Grunde kann man dann machen, wenn man ohnehin einen Sensor drin hat, also einen Power Cut. So, das heißt, in dem Moment, wo ich hier bremse bei dem Fahrrad, ist der Motor immer aus. Und das ist uns einfach wichtig, weil es wahnsinnig viel Sicherheit auch für ungeübtere Fahrer in das ganze System reinbringt. So, jetzt hast du den Vorteil, dass du entweder ganz alleine fahren kannst. Das heißt, die Kurbel bedient nur als Fernbedienung für den Motor. Du musst gar keinen Druck auf die Kurbel geben, wenn du nicht willst. Im Grunde muss ich dem Signal, so, das ist dort am Trittlager, einfach die Bewegung suggerieren, okay, Kurbelarm bewegt sich und dann habe ich je nach Unterstützungsstufe, die ich ausgewählt habe, entsprechend dann volle Leistung oder entsprechend dann reduzierte Leistung. Die Besonderheit hier ist bei den breiten Reifen, normalerweise habe ich gelernt, auf Straßenbahnschienen oder wenn du hochfährst, immer in einem extremen Winkel anzufahren, sollte man eh machen. Aber bei den breiten Reifen ist es nicht so wichtig, oder? Also sie verzeihen mehr, definitiv, deutlich mehr. Wenngleich würde ich jetzt trotzdem da keine Experimente machen, gerade was jetzt halt irgendwie Schienen angeht. Gerade wenn es vielleicht. Nee, Schienen nicht, aber jetzt hier da vorne war jetzt zum Beispiel der Bürgersteig. Easy, da fahre ich in jedem Winkel. Ich habe schon wieder das Wort dafür vergessen, aber mit der Unterstützung merkt man ja noch nicht mal mehr, dass man hochfährt. Parallelogramm-Federstütze. Genau, der Parallelogramm-Federstütze. Die Parallelogramm-Federstütze. Das heißt, der Hintern ist gefedert. Zeig mal bitte, John, ja. Wenn du mal absteigst. Da sieht man hier, das ist eine richtige Sandtour, eine professionelle Stütze und die merkst du, John. Kann ich jetzt so ein bisschen, sieht man es. Ja, ist für das Körpergewicht da. Genau, das wird dann eingestellt auf das Körpergewicht. Genau, wir haben die Möglichkeit, dass wir es aufs Gewicht einstellen. Zeigen wir auch einmal. Ja. Kann jeder auch selbst machen, das ist super easy. Man zieht dafür einfach die Sattelstütze raus. Zack. Und hat dann im Grunde hier so einen Innensechskant. So. Dann wird eben diese Vorspannung, die Federvorspannung, entsprechend angepasst. Und dann haben wir 2 Wippeachsen. So, das heißt, wir haben quasi nach vorne und nach hinten, statt nur im Grunde
hoch und runter. Und das bringt eben das Meer an Komfort. Hat einen Nachteil, muss man sagen, dass... muss aber jeder selber entscheiden. Wenn du einen Korb hinten drauf hast, könnte es dagegen schlagen. Ist aber in der Praxis, sagst du, ist kein Problem, oder? Das heißt, man kippt so ein bisschen nach hinten. Man kippt nach hinten, also völlig berechtigter Punkt, muss man mit überlegen. Ich kann aber allerdings den Sattel auch komplett nach vorne machen und dann habe ich dann wieder so 3-4 Zentimeter. Achso, du kannst nach vorne schieben, ja, über die Halterung. Genau. Gibt es den Armkörbchen für vorne? Und da vorne gibt es auch einen Körbchen. Gibt es auch ein Körbchen. Das Coole ist, dass du den Lenker, du hast so eine Schnellarretierung mit drin, sogar mit Zahlen drin. Das finde ich immer ganz gut. Das heißt, du musst nicht raten, wenn zum Beispiel Vater-Sohn fährt, der eine ist ein bisschen kleiner. Das Fahrzeug hier ist wirklich für viele Generationen zu fahren. Total. Also ich kann hier wirklich mit allen Leistungsleveln fahren. Ich kann mit dem wirklich sportlich ambitioniert fahren, muss mich selber anstrengen. Ich kann aber auf Stufe 5 wirklich cruisen und fahre dann 25 gemütlich. So ein bisschen durch die Gegend. Mach mal, Jan, bitte mal Daumengas mal machen, dass wir mal aufsteigen. Ruhig mal drauf. Und das heißt, du musst noch nicht mal anfahren. Du drückst das runter und dann fährt es von ganz alleine. Das hat einen riesen Vorteil für ganz viele oder für die Praxis, oder? Das heißt, gerade wo das Drehmoment am höchsten ist beim Anfahren. Ja, also gerade jetzt jemand, wo er sich vielleicht nicht ganz so sicher auf dem Fahrrad fühlt, der hat ja am Anfang immer die Schwierigkeit, dass er so bei dem Nullpunkt anfängt vielleicht zu kippeln. Und hier ist wirklich Geschwindigkeit ist gleich Sicherheit tatsächlich auch Programm. Und wenn ich dann schon mal einfach so 3, 4, 5, 6 km/h rolle, dann kippe ich auch einfach nicht mehr um. Sehr schön. Bitte? Als ich umdrehen musste vom Auto, habe ich dann auch mal ganz schnell drauf gedrückt, damit ich halt nicht so langsam werde. Und dann kommt man um so eine kleine Kurve auch besser rum. Sehr schön. Also muss man sich dran gewöhnen. Die Griffe, das kennst du noch damals aus den Filmen, die du gehabt hast, so ein bisschen Wild West Look, oder? Ah ja, genau. Du vielleicht aus deinen Filmen. Boah, bist du gemein. Bloß weil ich in den 70ern Kind war und du in den 90ern, glaube ich. Ja. Ja, Schande. So ist es. Dann, das Ganze ist jetzt mit hydraulischen Scheibenbremsen versehen. Das ist in der Kategorie sehr ungewöhnlich. Die meisten haben Seilzüge. Genau, wir haben gesagt, okay, wir wollen genau das Fahrrad bauen, aber bitte Premium, so, das soll wirklich was darstellen, was können und haben eben die Tektro hydraulischen Scheibenbremsen dran montiert, eben mit der Powercut-Funktion. Also Powercut heißt, ich bremse und der Motor wird abgekoppelt, korrekt? Korrekt, egal ob ich vorne oder hinten bremse, der Motor ist beim Bremsen immer sofort entkoppelt und das bringt gerade bei Wendemanövern unglaublich viel Sicherheit in das System. So, und das Fahrrad selbst hat auch Gewicht. Es wiegt um die 30 Kilo. Und das bedeutet, es liegt auch wie ein Brett auf der Straße, oder? Liegt wie ein Brett, auch gerade in der Abfahrt. Wenn ich da mal durch ein Schlagloch durchfahre, habe ich die Federung vorne, quasi über den Reifenquerschnitt auch eine richtig, richtig gute Federung. Plus die Federung in der Parallelogramm-Federstütze. Das heißt, ich merke im Zweifel ein Schlagloch oder die Unebenheiten gar nicht mehr. Die Jan ist eben hier einfach den Bürgersteig hochgefahren. Du hast gemerkt, du hast es gar nicht gemerkt. Oder? Nee, gar nicht. Nee. Cool. So, in der Praxis auch noch der voll integrierte Gepäckträger. Komm mal bitte zu mir, Fabian. Und ihr habt den Gepäckträger in den Rahmen reinkonstruiert. Ist einfach auch noch mal ein bisschen mehr an Stabilität für das Gesamtsystem. So, da steht zwar 25 Kilo drauf, Maximalgewicht. Das müssen wir einfach draufschreiben. Wenngleich der jetzt bald bei einer voll verschweißten Version. Also jetzt mal eine Frage, wenn da jetzt die Schwester hin drauf ist, wird es nicht zusammenbrechen? Für einmal kurz. Für einmal kurz bestimmt nicht. Kommt immer drauf. Muss immer aufpassen, was man sagt. Gell? Kommt immer drauf an. Also ist nicht empfohlen. Es ist nicht erlaubt, so, weil es eben nur bis 25 Kilo zugelassen ist. Aber man sieht im ganzen System schon an, dass es schon auch stabil ist. Das ist Hydroforming der schönsten Natur. Ihr könnt euch solche Rahmen ja einkaufen. Bei ganz billigen Herstellern und bei sehr guten Herstellern. Für was habt ihr euch entschieden? Wir machen das ja schon seit 5 Jahren und wissen jetzt mittlerweile halt genau, was gut ist und was jetzt halt weniger gut ist. Wir achten auch wirklich auf Qualität bei den Verschlüssen. So. Das heißt, jeder Verschluss ist doppelt gesichert, was halt einfach die Sicherheit für den Fahrer gewährleistet. Ihr habt nur das Beste vom Besten montiert, Shimano Altos. Es muss ja auch eine Schaltung sein, die sehr kurz ist und sehr robust. Ihr wollt die Leute eigentlich nicht mehr wiedersehen. Wenn die so ein Fahrrad kauft, ihr habt viel über Versand, die Dinger funktionieren. Die Dinger funktionieren, vor allem weiß jeder, wo schon mal ein Fahrrad geschraubt hat, was das ist und dass es einfach zu bedienen ist. Und im Grunde kann jeder Zweiradmechaniker
in Deutschland, der Welt, an dem Fahrrad rumschrauben, ohne dass er fragen muss. Bitte aufpassen, es gibt da unglaubliche Unterschiede. Das hier ist wirklich ein Original-Barfang-Motor, ein Felgenmotor. Also das ist auch nochmal was ganz Besonderes, denn das ist im Rad integriert. Und Barfang, es gibt sogar mittlerweile Kopien von der Shimano Altos, habe ich gesehen, in China. Das ist wirklich 1:1 kopiert. Und die Schaltung selber, die kostet ja jetzt nicht die Welt, aber da sparen die dann auch nochmal Geld. Ja, im Grunde, kopiert wird überall. Wir schauen natürlich, dass wir da tatsächlich das Original verwenden, was auch richtig gut funktioniert, wird zu Millionen jedes Jahr produziert. Ist eine einfache Technik, aber eine sehr ausgereifte und genau das, was das Fahrrad auch haben soll. So, wenn ich den Motor jetzt dank Reifenwechsel auf den Platten, was ist da zu tun? Also da ist ja noch hier ein Kabel mit drin. Kann ich das leicht abnehmen? Wie funktioniert das? Man denkt zwar, dass es echt ein Graus ist, dem ist aber in Wirklichkeit gar nicht so, weil hier gibt es genau eine Verbindung. So. Und das, die mache ich los. Das ist ein Steckverbinder, hier den Kabelbinder vorher weg, dann quasi hier einmal trennen und dann habe ich hier links und rechts diese Schraube, die löse ich und dann kriege ich das Fahrrad raus. Okay, also total simpel. Ihr seid ein Meisterbetrieb, ihr seid hier in Oberkirch, das ist im Schwarzwald, das heißt, ihr seid greifbar. Kommen schon mal Kunden hier vorbei? Ja, doch, zum Glück. Und verlieben sich tatsächlich regelmäßig auch in die Region. Wir haben hier einen tollen Stellplatz in Oberkirch. Also vorbeischauen lohnt sich unbedingt. Und Oberkirch bietet eben neben tollen Fahrrädern auch tatsächlich noch eine tolle Urlaubsregion. So, hier vorne siehst du Ausstattung mit Licht, professionell, Bremslicht mit drin. Ihr habt ein neues Hecklicht entwickelt. Das können wir gerade mal zeigen. Das ist über die ganze Breite. Jan, wenn du gerade nochmal es anmachst und einmal bremst nochmal, dann kann man es sehr gut sehen. Und das Hecklicht wird über das zentrale Element eingeschaltet. Das ist nochmal Sicherheit mehr. Du wirst unglaublich gut gesehen. Du wirst wirklich gut gesehen. Wir empfehlen auch immer tagsüber das Licht anzumachen. Es verbraucht unglaublich wenig Akkuleistung und ist ein Mehrwert für alle, für die anderen Verkehrsteilnehmer und für einen selbst natürlich auch. Intube-Akku, und das Besondere hierbei ist eine besonders leichte Entnehmbarkeit, oder irre ich mich? Genau richtig erkannt. Also wir haben hier quasi einmal quasi hier das Schloss, so, Schlüssel dazu, und dann kann ich den Akku auch wunderbar, kann man eigentlich einmal kurz machen. Ja. Das einmal ganz kurz weg. Ja. So, es wird entriegelt. Das Ganze gibt es dann auch noch mit Zubehör. Du hast mir erzählt, ihr habt auf Wunsch dann auch die richtigen Packtaschen da, ihr habt Körbchen da. All das wird gefragt. Und die werden dann hier über einen Adapter werden die angebracht, oder? Ja, genau. Also hier in dem Falle entweder ich habe dann wirklich die Klickfix-Halterung, diese GTA-Platte, wo ich dran schrauben kann und packe mir dann da so einen quasi einen Korb hinten drauf. Oder ich habe dann diese Hartschalenbox, wo da drauf passt. Also das ist echt klasse. So, bitte zeig mal. Also das heißt, oben drauf ist eine Klappe und der Akku kommt mit der Klappe raus, oder wie? Genau. Das ist quasi ah, cool. Und dann habe ich hier den Ladehub. So, Ladegerät ist natürlich dabei. Und dann wird entweder quasi in ausgebauten Zustand geladen oder auch dann über hier. Die Ladebuchse. Das Coole ist die Kapazität. Ihr habt keine 450 Wattstunden, sondern wie viel? In dem Fall 670. 670 Wattstunden. So, und das Besondere ist natürlich ganz wichtig, mein Fahrverhalten. Wenn ich natürlich immer Stufe 5 fahre, gar nicht mittrete im ersten Gang, dann komme ich nicht so weit, wie wenn ich natürlich im zweiten Gang oder in der zweiten Unterstützungsstufe ein bisschen mittrete. Ganz normal, also immer topografieabhängig, also geht's hoch, geht's runter, bin ich in der Ebene unterwegs, Systemgewicht abhängig, ganz stark auch, und dann komme ich zwischen 50, realistisch gesehen zwischen 50 und 120 Kilometer, je nach Fahrweise. Und Körpergewicht natürlich. So, das haben wir. Bitte mal zusammenfalten, dass wir das mal sehen. Die Pedale kann man einklappen. Das haben wir schon. Genau. Achso, die Jan muss was arbeiten. Okay, Pedale einklappen. Hat sie beim ersten Mal nicht so gut hinbekommen, aber es gibt einen kleinen Trick und den hat die Jan dann beigebracht bekommen. Es geht wirklich sehr easy. Super. Sehr schön. So, und dann? Was ist zu tun, Jan? Dann habe ich hier eine Doppelverriegelung. Die muss ich dann öffnen, indem ich das nach oben mache. Genau. Perfekt. Und nach unten. Und dann
könnte ich das Lenkrad noch runterfahren, aber ich denke mal, das ist okay. Das passt, geht beides. Je nachdem, wie viel Platz ich im Wohnmobil habe oder in der Garage oder so, mache ich das noch runter. Übrigens, wenn ihr euch alle fragt, warum ich meine Tochter mitnehme, A, ist sie gerade dabei gewesen und B, ist sie auch Mediengestalterin Bild und Ton IAK zertifiziert, also hat eine große Ausbildung als Kamerafrau. Und Jan, du warst schon oft vor der Kamera damals im Fernsehen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich wollte oder nicht, genau. Sie war nämlich schon ganz oft vor der Kamera, ich glaube die letzten 10 Jahre nicht mehr. Und das wollen wir mal ändern. Der bleibt, der muss rein. Genau. Schiff dir mal ganz kurz, weil von der Seite ist dann wirklich. Achso, das muss von der Seite sein. Okay. Muss nicht, aber es ist schon einfach. Ja. Den Sattel noch ein Stück runter. Ich bin noch nicht der Klappe. So, das ist jetzt die Transportposition. Okay. Ich denke, Fabian, ich denke an viele Fahrradbesitzer, die das Problem haben, dass sie eine sehr niedrige Garage haben. Und das kommt der Sache sehr entgegen, weil du den Lenker komplett einklappen kannst. Genau, wir haben dann eine Maximalhöhe von 75 bis 80 Zentimeter. So, steht auch nochmal auf der Produktdetailseite bei uns im Onlineshop drin. Und damit komme ich im Grunde in jede Wohnmobilgarage, in jede geräumigere. Ja. So, kommen wir nochmal ganz kurz auf die Federungen zu sprechen. Vorne habt ihr eine Lockout-Gabel drin. Das ist auch eine namhafte Gabel hier. Und das Thema Lockout, was hat das für eine Funktion? Wozu brauche ich ein Lockout? Also ein Lockout kommt ursprünglich wirklich aus dem Mountainbike-Rennsport. In dem Moment, wo ich dort schnell im Wiegetritt den Berg hochfahre, möchte ich keine Kraftverlust haben, indem ich hin und her wippe. Und dann mache ich im Grunde die Federgabel immer zu. Heißt im Grunde eigentlich bei einem Klapprad jetzt hat fast ein Stück weit oversized, aber hat sich etabliert. Ich kann es im Grunde, ich empfehle immer, Gabel bleibt auf, weil ich möchte hier den Komfort haben. Und auf der anderen Seite kann ich noch quasi die Federvorspannung erhöhen oder reduzieren und dadurch ändere ich dann nochmal den Federkomfort. So, und das ist die Jan, stelle ich mal bitte neben das Zusammengefaltete, dass wir das sehen. Am besten dahinter. Und die Jan ist 1,74 Meter groß. Das Fahrrad ist jetzt ultra klein, aber die Optik, die hatte ich schon ziemlich angefixt, oder? Mit dem Tiefeinsteiger? Ich bin jetzt aber doch gerade eben, habe ich den nochmal daneben gesehen. Der ist ja auch ziemlich schick, ne? Welches denn? Das Molina. Ja, das ganz neue, das Molina. Warum ist das schicker? Weil es einfach sportlicher aussieht. Es sieht aber nur so aus. Ja, genau. Ich muss den Motor halt auslassen, dann ist es sportlicher. Du machst schon einen ziemlich schlanken Fuß. Also hier mit so einem weißen Fahrrad auf dem Campingplatz, ich glaube, da gucken die Leute. Ja, aber ich finde, jetzt ist schon fast wie gehopst, wie gesprungen, weil die sehen beide sehr schön aus. Preisig der gleiche Preis? 1:1 gleicher Preis, gleiche Technik. Nur andere Rahmenform. Also das eine ist ein Tiefeinsteiger, das andere ein bisschen höher. Und die Jan, was würdest du nehmen? Ich glaube im Endeffekt wahrscheinlich den hier doch. Das gute Molina. Ja, das gute alte neue Molina. So ist es ja. 2024er Räder. Wir filmen mittlerweile schon das vierte Mal, glaube ich, für euch. Also ist dritte oder vierte Mal. Und ist dritte Mal, glaube ich. So, und das Coole ist dabei, dass man wirklich sagen muss, euch gibt es noch. Ja. Denn ihr seid mittlerweile, obwohl der Boom ja schon ein bisschen zurückgängig ist, schon wieder fast ausverkauft. Also habt ihr noch Räder im Moment? Molina und Ipanema haben wir ab Lager noch. Rio und Palma tatsächlicherweise regelmäßig immer nur im Vorverkauf erhältlich. Macht aber nichts, dadurch auch einen Tick günstiger als üblich. Und eben uns gibt es jetzt schon seit 5 Jahren. Wir haben auch tatsächlich davon von dem Corona-Boom leicht profitiert. Auf der anderen Seite gab es uns davor schon und wir haben jetzt da nicht nur einfach eine Welle genutzt, um irgendwo mitzuschwimmen, sondern das ist wirklich Herzblut, Leidenschaft. Und ihr seid Rennfahrer, kommt aus dem Rennsport. Genau, wir kommen wirklich aus dem Radsport und werden da jetzt halt auch mit einem eigenen Team dann nächstes Jahr an den Start gehen. Das heißt, uns wird es dann ein paar Jahren immer noch geben. Gut, es sei denn, irgendwas Schlimmes kommt dazwischen. Hoffentlich nicht, ja. Hoffentlich nicht. Sag's noch. Genau. Was? Sag's noch. Nee, wird schon alles gut gehen. Das heißt, einmal Ipanema und einmal Molina. Aus dem Grund seid ihr ja auch zu zweit. Also wenn ich sag mal, einer mal in Urlaub fährt, ist jemand noch da. Genau. Oder wenn wirklich einem was Schlimmes zustößen sollte, Was wir nicht hoffen, dann ist die Unternehmung trotzdem gesichert. So, Molina, das ganze Meisterbetrieb. Das hier ist wirklich, das ist euer Ladengeschäft. Also Leute hier in Oberkirch, hier fährt, glaube ich, jeder mal Velo. Der hieß mal anders, der Laden früher. Wie war der Name für die Oberkircher? Das war früher mal der Zweirad Müller an der Stelle und haben wir tatsächlich jetzt seit letztes Jahr im März
übernommen, kann man sagen. Also der Fridolin und die Sonja, wo das schon in der zweiten Generation hier führen, die haben altersbedingt, jetzt hat auch für sich so ein Stück weit die Rente schon mal eingeläutet und unterstützen uns aber noch tatkräftig. Das Coole ist, hier fahren lauter Leute mit Herkulesrädern rum. Die hatten mal Herkules, oder ihr habt das glaube ich noch, oder? Genau, also der Fridolin und die Sonja, die hatten Herkules Jahre, wahrscheinlich über 30, 40 Jahren. Ich hatte auch ein Herkulesrad früher als Kind. Das sind Kindheitsemotionen, oder? Ja, das ist so. Ich glaube heute auch aus Fernost. Ja. Das ist wie alles kommt. Ansonsten gibt es bei uns tatsächlich nur MyVelo. So, wir sind der Hersteller und auch immer nur im Direktvertrieb, deshalb tatsächlich mit besten Preisen. Und Fahrräder sind alle zugelassen, die haben eine CE-Zertifizierung und hier vorne sieht man das, das ist ganz wichtig, da müsst ihr drauf gucken, also bitte nicht nur auf dem Motor, sondern es muss auch auf dem Rahmen draufstehen, damit das Gesamtkonstrukt nämlich zertifiziert ist und nicht nur der Motor. Richtig, genau. Rahmenstabilität wird da geprüft, auch insgesamt, klar hat man, wenn man dann auch wirklich auf Markenkomponenten zurückgreift, hat man da schon die Sicherheit. Gerade jetzt, wenn man eine Tektro-Bremse verbaut, dann weiß man einfach, dass das gutes Zeug ist. Und da muss man selbst als Hersteller dann auch keine eigene Zertifizierung oder so machen. So, und das Logo habt ihr ein bisschen geändert. Jetzt kann man es sogar lesen. myvelo.de und das Ganze in Oberkirch. Und heute ist der 18. Juli 2023. Hier ist das Molinar übrigens und das ist das Ipanema gewesen. Mit dem Molinar haben wir nochmal ein komplettes Video gedreht, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Danke. Tschüss.